In diesem Video gibt es 10 hilfreiche Tipps und Tricks für Animal Crossing New Horizons und ich würde sagen, let's go! Hallöchen, ich bin Kato, Illustrator, Grafikdesigner und Streamer. Ich streame jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag live auf Twitch. Schau doch gerne mal vorbei. Ja, über die Feiertage haben einige neue Leute Animal Crossing bekommen. Und ich dachte mir, das ist der perfekte Zeitpunkt, um noch ein Tipps und Tricks Video zu veröffentlichen. Und in diesem Video gebe ich euch 10 Tipps für Einsteiger, aber da sind auch ein paar Tipps dabei, die einige Langzeitspieler eventuell noch gar nicht kennen. Alright, legen wir direkt los. Tipp Nummer 1, hier geht's ums Museum. Ihr seid natürlich alle am Fischefangen an, am Insektenfangen und wollt das alles in euer Museum bringen. Und dann kann man relativ schnell den Überblick verlieren, was man denn schon hat und was muss man noch ins Museum bringen. Und da gibt es einen super simplen Trick. Wenn ihr etwas Neues fangt, dann erscheint eine kleine Dialogbox, bevor es heißt, was ihr gefangen habt. Und dann sagt euer Charakter, ja! Und wenn diese Dialogbox erscheint, dann wisst ihr ganz genau, okay, diesen Fisch habe ich noch nicht gefangen und dann könnt ihr direkt loslaufen und diesen Fisch oder das Insekt ins Museum bringen. Super simpel, aber sehr hilfreich. Alright, zweiter Tipp. Hier geht's um Dialoge. Ihr wisst wahrscheinlich alle schon, dass man Dialoge beschleunigen kann, indem man auf B drückt. Dann läuft man aber sehr schnell Gefahr, dass wenn die Antwortauswahlmöglichkeiten kommen, dass man sich dann verdrückt. Entweder man schließt den Dialog oder man drückt A und wählt eigentlich das aus, was man gar nicht auswählen will. Euch ist das bestimmt auch schon mal passiert. Es gibt eine andere Möglichkeit, wie ihr Dialoge beschleunigen könnt. Wenn ihr mit der Person redet, drückt ihr einfach den L-Button und der Dialog wird vorgespult und ihr lauft nicht Gefahr, dass ihr B oder A drückt, wenn die Antwortmöglichkeiten kommen. Und das ist super easy, aber spart manchmal eine ganze Menge Zeit. Weiter geht's mit Tipp Nummer 3. Ihr könnt euch zweimal am Tag DIYs besorgen. Einmal am Strand, dort liegt immer eine Flaschenpost herum und ich rate euch, einmal am Tag all eure Bewohner daheim zu besuchen, denn einer von denen wird immer an der Werkbank stehen und etwas herstellen und wenn ihr mit diesem Bewohner dann redet, dann bringt er euch dieses DIY bei. Also vergesst nicht, jeden Tag einmal den ganzen Strand abzusuchen und eure Bewohner zu besuchen, um 2 DIYs zu bekommen. Tipp Nummer 4 sind die Geldbäume. Ihr habt sicherlich alle schon die Sterne bemerkt, die auf dem Boden zu sehen sind. Da könnt ihr natürlich Fossilien ausgraben, aber dann gibt es hier diesen leuchtenden Punkt auf dem Boden. Und wenn ihr da grabt, dann buddelt ihr natürlich Sternis aus. Und dann könnt ihr Sternis wieder einpflanzen, um einen Geldbaum zu erhalten. Aber wusstet ihr, dass ihr 10.000 Sternis vergraben könnt, anstatt nur 1.000? Wenn ihr das tut, wird der Geldbaum euch 30.000 Sterne zurückgeben und somit macht ihr 20.000 Gewinn. Tipp Nummer 5, hier geht es um das Steine anstoßen. Wir wollen natürlich jeden Tag alle Steine anstoßen, um so viele Materialien wie möglich zu sammeln. Aber ihr kennt das natürlich, ihr stoßt den Stein an und ihr werdet so ein bisschen zurückgestoßen. Und so könnt ihr nicht das Volle aus dem Stein herausholen, was eigentlich möglich ist. Und was ihr dagegen tun könnt, ihr platziert einfach etwas hinter euch oder ihr grabt 2 Löcher. Ihr stellt euch dann in so einem 45-Grad-Winkel zum Stein hin und fangt an, diesen anzustoßen. Und so könnt ihr nicht zurückgestoßen werden. Und ihr könnt alles aus diesem Stein herausholen. Tipp Nummer 6. Bei Tipp Nummer 6 geht es um Blumen. Wir alle lieben Blumen. Wir lieben es, damit zu dekorieren. Aber das Ganze kann schnell außer Kontrolle geraten,
wenn es regnet oder schneit, so wie bei mir gerade. Und dann, vermehren sich die Blumen ganz schnell und es sieht auf einmal so aus wie bei mir. Was ihr dagegen machen könnt, wie ihr das Ganze kontrollieren könnt, ist auch super easy. Ich habe den Tipp erst letztens in einem anderen Video gesehen und das ist einfach perfekt. Was ihr dafür machen müsst, ist ja ganz easy. Ihr braucht dafür einfach nur die Design-App und dann müsst ihr euch ein transparentes Design erstellen. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr einfach hin und könnt dieses transparente Design einfach um die Blumen herum auf dem Boden platzieren und dadurch verhindert ihr es, dass die Blumen sich verbreiten. Und es sieht auch keiner, dass dort Designs sind, weil es ist ja transparent. Also super easy, super cool, super nützlich. Probiert es einfach mal aus. Alright, Tipp Nummer 7. Wenn ihr am Insel dekorieren seid, umgestalten seid, wie auch immer, wenn ihr am Aufräumen seid, würde ich euch empfehlen, immer einen Mülleimer dabei zu haben. Ich werde es nämlich gleich hier dieses Blumenchaos entsorgen und das ist einfach super praktisch, wenn ihr die Blumen ausgrabt und direkt einfach in den Mülleimer schmeißen könnt, dann habt ihr wieder eine Freitasche und könnt weitermachen. Natürlich könnt ihr die Blumen ausgraben und verkaufen, allerdings kriegt ihr nicht viel für Blumen und dann müsst ihr auch immer erst zum Laden rennen, verkaufen und das dauert alles. Und deswegen ist es definitiv praktischer, wenn ihr einen Mülleimer dabei habt und dann einfach die Blumen verkauft. Wenn ihr am Umgestalten seid von eurer Insel oder am Dekorieren seid, ist es auch super praktisch, wenn ihr eine Werkbank dabei habt, die ihr dann einfach an der Stelle platzieren könnt, an der ihr gerade arbeitet. Und dann könnt ihr an Ort und Stelle die Sachen herstellen, die ihr braucht, um dort zu dekorieren. Bei dem nächsten Tipp habe ich leider kein Videomaterial für euch, aber ihr habt es bestimmt schon öfters mal gehabt, dass eine Fundsache auf eurer Insel rumliegt. Das kann ein Beutel sein oder ein Notizbuch oder ähnliches. Und dann wollt ihr das natürlich dem Bewohner, dem es gehört, wieder zurückbringen. Wenn ihr dann mit einem Bewohner sprecht, habt ihr vielleicht Glück und der allererste Bewohner ist direkt derjenige, dem das gehört. Wenn das nicht der Fall ist, dann sagt er euch, wem es vielleicht gehören könnte. Der Trick dabei ist, dass diese Person, die genannt wird, auch definitiv die Person ist, dem die Fundsache gehört. Also ihr müsst dann nicht mit allen anderen sprechen, sondern geht einfach direkt zu dieser Person, die euch der Bewohner genannt hat. Bei Tipp Nummer 9 handelt es sich um Türkränze. Ihr habt sicherlich schon einige Türkranz-DIYs und habt eure Tür damit verziert. Was ihr vielleicht nicht wisst, ihr könnt auch die Türen eurer Bewohner damit verschönern. Und wenn ihr das versucht, also direkt den Türkranz an der Bewohnertür zu platzieren, das funktioniert leider nicht. Was ihr allerdings machen könnt, ihr geht einfach zu dem Bewohner hin, von dem ihr die Tür dekorieren wollt und ihr redet mit dem und schenkt ihm diesen Türkranz und der Bewohner wird dann am nächsten Tag seine Tür damit dekoriert haben. Hier rede ich jetzt mit Benjamin und schenke ihm diesen Türkranz und er freut sich auch wahnsinnig darüber, was total witzig ist. Und ich habe dann einen Tag nach vorne gespult, sag ich mal. Und dann zeige ich auch gleich euch noch, wie die dekorierte Tür aussieht. Letzter Tipp, Tipp Nummer 10. Euch ist es bestimmt schon öfters mal passiert, dass ihr eure Bäume geschüttelt habt und es ist ein Bienennest bzw. ein Wespennest herausgekommen und ihr wurdet von einer Wespe gestochen. Was ihr dagegen tun könnt, ist auch wieder super simpel. Ihr habt einfach euren Kescher schon bereit und geht einfach frontal auf den Baum zu, schüttelt diesen. Jetzt muss ich natürlich erstmal einen Baum finden, wo ein Wespennest herauskommt.
Hier. Dann dreht sich euer Charakter nämlich sofort Richtung Wespennest. Ihr habt den Kescher in der Hand, drückt einfach nur A und ihr habt instant die Wespe gefangen und ihr werdet nicht gestochen. Haha. Und dann könnt ihr beides auch noch verkaufen. Ich glaube, für 2800 Sternis zusammen. Alright, das war's mit den 10 Tipps. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und wie gesagt, schaut gerne mal auf Twitch vorbei, weil ich da jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag streame. Momentan relativ häufig Animal Crossing und ich würde mich freuen, euch da live Hallo sagen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, bye bye.